Mir war heute nach etwas Kaltem, nach etwas Leckerem und etwas Fruchtigem. Und deswegen habe ich spontan beschlossen, eine Strawberry-Eiscreme-Torte zu machen. Und das brauchen wir dafür. Für den Boden vermengen wir die 100 Gramm Kekse. Ich habe hier Amarettini und Eierplätzchen ausgewählt mit den 40 Gramm Butter. Die Butter werde ich jetzt noch in die Mikrowelle stellen, um sie zerlassen zu lassen. Und dann werde ich noch die Form auspinseln, damit der Boden nicht zu sehr haftet. Um die Plätzchen zu zerkleinern, habe ich hier die Tüte vorbereitet. Da fülle ich die Plätzchen jetzt rein und werde dann mit dem Nudelholz die Plätzchen klein machen. Weil wir möchten den Boden ja aus Keksen und Butter herstellen. Und das muss ich jetzt klein bekommen. So. Und werde nun mit dem Nudelholz die Plätzchen klein. Erstmal hole ich ein bisschen drauf. Und dann male ich da richtig drüber. Und man sieht, die Plätzchen werden klein. Und das mache ich jetzt noch ein bisschen, bis ich eine ganz feine Masse habe. Die Butter ist derweil zerlassen und jetzt vermenge ich die Kekse mit der Butter. Ich habe jetzt leider nur eine Hand frei, deswegen zeige ich euch, wie das funktioniert und werde aber gleich die Kamera einmal ablegen, während ich das richtig vermische. Ich verknete die Butter jetzt mit der Keksmasse. Das wird unser Boden. Das macht man ja zum Beispiel auch bei New York Cheesecake. Man sollte jedoch darauf achten, dass man nicht zu viel Butter nimmt. Den Fehler habe ich mal gemacht und dann ist die Butter schon aus der Form gelaufen. Das soll nicht sein. Vielleicht kann man sogar ein bisschen weniger nehmen. Ich habe hier die 18er Form. Wenn ihr eine größere Form nehmen möchtet, könnt ihr das natürlich auch machen. Ich drücke das richtig gut dran, weil das ja wirklich unser Boden ist. Jetzt stelle ich den Boden in den Backofen, den ich vorgeheizt habe, für etwa 10 Minuten. Der Kuchen duftet schon und jetzt nehme ich ihn raus. Mmh, es riecht lecker nach Amaretto und ihr seht, er hat sich auch vermehrt. Das kommt auch gleich raus. Jetzt lassen wir den Boden abkühlen. So, während der Kuchen abkühlt, beziehungsweise der Boden, ist jetzt das Eigelb dran. Ich gebe jetzt Eigelb, Zucker, den Schuss Saft und etwas von meinem selbstgemachten Vanilleextrakt in die Schüssel. Ich muss jetzt einmal kurz öffnen. Mit einer Hand ist das nicht so einfach. Hiervon kommt auch noch ein kleiner Schuss rein. Das habe ich spontan entschieden. Das werde ich jetzt mixen. Bis eine etwas dicke Masse entsteht. So, ihr wundert euch sicher, warum das Ganze auf einem Topf steht. Nachdem ich das jetzt 5 Minuten schön beschlagen habe, werde ich das erhitzen nochmal für 10 Minuten und dabei auch weiter mixen. Also jetzt 5 Minuten schön mischen
gerne auch mit einem Handmixer oder mit einer Küchenmaschine schlagen. Und dann könnt ihr das erhitzen im Wasserbad. Diese Mischung aus Eigelb, Saft, Zucker. Und das Ganze dann nochmal, während es heiß wird, zu einer dicken Masse wird, weiter rühren und vermengen. Ich schlage jetzt die Sahne. Das Ganze machen wir, bis sich in der Sahne schöne Spitzen bilden. Die Sahne ist nun schön fest und jetzt fülle ich das in eine Schüssel um. So, das mache ich gut sauber. Das ist leider das Manko bei meiner Küchenmaschine, dass es sehr schlecht sauber zu machen ist. Viele von euch fragen mich ja immer, wo ich die her habe, welches Modell das ist. Ich kann euch nur raten, kauft euch eine Küchenmaschine, die einfach eine durchgehende Schüssel hat. Da habt ihr diese ganze Kratzerei. So, ich habe die Melange jetzt 10 Minuten im Wasserbad gehabt. Man sieht, es ist dickflüssiger geworden. Jetzt stellen wir das kalt. Ich fülle es in diese Schüssel. Ich fülle erstmal Eiswürfel in diese Schüssel, damit das Ganze sofort kalt wird. Diese Schüssel hatte ich im Gefrierschrank. Die ist auch ganz kalt. Und jetzt kommt unsere Melange hier rein. So, und wird sofort abkühlen. So, es wird sofort kalt und jetzt kommt das Fruchtmus dazu. Und wir mischen das unter. Ja. So. Das sieht ja schon schön fruchtig aus. Ich mache das jetzt auch noch mal kurz mit dem Mixer. Haben wir ja schon vorbereitet. Die geben wir jetzt dazu, beziehungsweise wir geben das unter die Sahne und heben es unter. Das ist vielleicht noch besser. Ich habe schon richtig Hunger auf diesen Kuchen. Jetzt nehmen wir auch noch den Rest aus dem Wasserbad. Das haben wir auch noch, das wollen wir nicht verschwenden. Tun wir auch noch dazu. Achten aber darauf, dass das Heiße nicht direkt an die Sahne kommt. So. Jetzt vermischen wir das vorsichtig und langsam. So. Jetzt kommt noch 2 Esslöffel Puderzucker dazu, die wir dann nochmal unterrühren. Damit die Masse nachher auch schön fest wird. Ihr könnt das auch noch mit dem Mixer machen, das geht natürlich auch. Wer Angst hat, dass es Klumpen gibt. So, und jetzt schlagen wir noch das Eiweiß, was wir uns aufgespart hatten. Thank you.
wird schon schön weiß. So, der Eischnee ist schön steif jetzt. Den geben wir jetzt noch dazu. Und auch den versuchen wir langsam dazu zu geben. So. Das sieht super aus. Ich mag die Farbe ja auch besonders. Und jetzt kommt das Ganze auf unseren Boden. Verstreichen wir nochmal glatt, weil so wie es nachher in der Form ist, ist es auch, wenn es gefroren ist. Ihr könnt zum Beispiel auch noch Soße darauf geben oder Schokostreusel, ganz wie euch das gefällt. Oder ihr gebt einfach noch was von der Konfitüre dazu, die wir benutzt haben. Und dann streichen wir das da durch. Das ist auch eine super Idee. Nehmen etwas Konfitüre. Ich werde die etwas strecken. Etwas verflüssigen, mit Wasser habe ich das jetzt gemacht. Natürlich gibt es elegantere Methoden, aber ich möchte etwas Erdbeersoße haben, die wir da drauf schön verteilen können, die wir da durchziehen können. So, das kann man natürlich mit einem eleganteren Muster noch machen. Ich mache das jetzt so und stelle das so in meinen Gefrierschrank. Und das ist hier unser Endergebnis.